proud lord said that I must bow so low. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Mount & Blade Warband in der Clash of Kings Mod. Ja, ich gebe es zu, unsere Truppen sind noch nicht wieder ganz aufgeheilt, aber hier sind ein paar Räuber hergeritten und ich dachte mir, die rauben wir aus. Beziehungsweise wir klauen ihre Gefangenen. Uah, Schluck auf. Ich habe übrigens tatsächlich gerade gegessen. Das heißt, ich bin nicht mehr hungrig. Ja, spannende Geschichte, oder? Könnt ihr euch erzählen, was ich gegessen habe? Was euch interessiert. Ja, interessiert euch? Gut. Ich erzähle es und schaut mal, wie lang so das Packpferd jetzt ist. Also, ich habe Tortilla gegessen. Allerdings die spanische Version, nicht die mexikanische, weil die spanische ist viel besser. Mexikanische Version. Ja. So, und du willst mich jetzt aufschließen, ne? Trottel. Ich hoffe, ich kriege ein neues Pferd von denen. Meine Güte, wie viele sind das denn? Das gibt es ja nicht. Da, stirb! Stirb! Ich hoffe, wir verlieren niemanden. Das ist ziemlich dumm. Okay, und wir haben einen verloren. Aber so ein Beacon-Träger, der wäre bei der Belagerung eh nicht allzu nützlich gewesen. Oh, meine Güte, Haufen wegzureiten, du Spasti. Triff das. Und... eben. Okay, er ist tot. Das ist zwar nicht mein Verdienst, aber er ist tot. Denke ich. Aha, hier. Was? Der hält zwei Hits aus? Wieso? So, du kommst sowas von nicht. Stirb. Stirb. Ah. Ich spick dich mit Pfeilen, mein Freund, ja? Mit Pfeilen. Das tust du nicht. Das werde ich zu verwindern wissen. Ja, zu verwindern hissen. Nicht zu verhindern, das ist zu verwindern, hieß. So, ich hoffe, wir bekommen ein Pferd, das wäre super. Komm schon, Pferd. Also, auf jeden Fall bekommen wir mal ein paar hübsche neue Truppen. Aber nicht mal so schlecht, ich meine, ja, gibt bessere. Gibt aber auch schlechtere, ja? Also machen wir uns mal nichts vor, ja? Gut. Ich glaube, in dieser Folge werden wir tatsächlich Dingsbums einnehmen. Was meine ich mit Dingsbums? Eine ausgezeichnete Frage. Diese Stadt da. Die wir belagern, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Und die Nahrung geht uns übrigens langsam aus. Das heißt, wir wollen eher früher als später angreifen. Fürchte ich. Ja. Muss ausreichen. Muss reichen. So, oh, wir müssen sowieso einen Belagerungsturm bauen. Wir können ihn eh nicht direkt angreifen. Hätte ich das mal früher bedacht, ja? Da stehen wir jetzt einige Zeit. Ah. Oh. Oh ja. Oh ja. Nein. Nein, wir sind nicht krank und seltsam. Wir... Ich meine, wir hätten die beiden vergewaltigen können, ja? Oder auch nur anstarren und so, so auf gar nicht seltsame Art und Weise. Aber nein, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Nein, wir sind nette, brave und gottesfürchtige Menschen. Wir tun sowas nicht. Hm. So, ab jetzt wird die Moral stetig sinken, fürchte ich. Aha. Ich kann ein paar Truppen upgraden. Ich finde es immer noch so verdammt praktisch, dass die das da so gemacht haben. Dass man die Truppen dazwischen upgraden kann. Ich meine, es ist auch realistischer, ehrlich gesagt. So um einiges realistischer. So, nein, wir wollen noch ein paar Bogenschütze. So, weiter.
Lord Philipp Plum, du bist mir gerade herzlich egal, ist dir das klar? Ich hol mir jetzt Steinhecke. Frag mich, was er sich holt. Ich an seiner Stelle würde mir Maidenpool holen. Aber er holt sich wahrscheinlich Fair Market. Eine Stadt, die recht schwer zu halten ist, möchte ich sagen. Weil, ja, tief im feindlichen Gebiet. Wieso ist das passiert? Ich bin auf Wait Until Tomorrow gegangen. Ja. Ja, mein Trupp verliert 3 Moral. Und das mit jedem Tag, wo wir nichts zu essen haben. Ist ziemlich blöd, aber ja, ich glaube, wir werden Steinhecke haben. Bis das alles aufgebraucht ist. Und in Celadence können wir dann neue Vorräte kaufen. Oh shit, 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 shit. Oh nein. Oh nein. Natürlich kommt irgend so ein Kackspast. So. Wir wollen nochmal den Käse. Und wir wollen die Dörfler. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Die 85 da vom Serbrinden. Die können wir sowieso nicht besiegen. Aber noch mehr. Puh. Ja, das wäre nicht gut ausgegangen. Oh. Perfekt, die Eiseninseln haben sich gerade gegen den Norden erhoben. Scheiße, ich bin eingesperrt. Lauf. Scheiße. Ja. Muss so 14 Mann dafür zurücklassen, aber wir haben keine Chance, diese Schlacht zu gewinnen, mal ehrlich. Außerdem sind wir jetzt um einiges schneller. Hoffe ich. Kacke, die sind immer noch schneller. Lauft. Lauft. Wir müssen nur da rein in die Stadt. Lauft. Ich meine, mit den 52, da würde ich es wahrscheinlich sogar aufnehmen. Aber mit dem Rest nicht. So, perfekt. Und beim Marktplatz holen wir uns gleich mal ein bisschen Nahrung. So, das Billigste, das muss reichen. Meinetwegen auch ein bisschen cool. Perfekt. Gibt es irgendwelche guten Waffen? Bolzen, wir haben keine Armbrust. Also dementsprechend brauchen wir das auch nicht. Schwere Einhand-Axt. Ach so, die hat ein bisschen mehr Reichweite. So, Rüstung. Da bleibe ich lieber bei meiner. Der Helm ist etwas besser, aber 6000 zahle ich nicht dafür. 24, das ist nicht schlecht. Wie viel kosten die? Zu viel. Egal. Schauen wir mal in der Taverne nach. Ich denke, da könnte es unter Umständen passieren, dass wir noch wen finden, der mitkommen kann. Meine Güte, hier ist eine Partystimmung. Hey du, Ami. Ami. Friss das und stirb. Und warum hat die kurze Haare? Oh. Ja, das lohnt sich. Lohnt sich absolut. Den Hübschen dazu rekrutieren und seinen Freund, mein Gott. Hey, das ist ein sehr sogar. Ja. Jasper Rivers von Sir Stefan Fry. Ja. Ja, ich will dich. Wie viel? Wie viel war es? 4000. Ah.
Teuer, aber das ist wahrscheinlich sogar wert. Ja. Wir wollen demnächst noch nicht heiraten, deswegen... Wollen wir auch kein Lied vom Baden lernen, ja? Idioten. Mit ihrer Streitmacht hätten sie das leicht einnehmen können. Ach, Vollidioten. Vielleicht klappt es ja jetzt bei der Steinhecke. Mit 14 Soldaten weniger. Wobei... Wir haben halt schon gute Truppen und wir sind auch dabei. Ich denke, es kann klappen. Es kann klappen, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Und sie nicht noch mehr Truppen drin haben. Aber beim letzten Mal hatten wir auch nicht viel mehr. Okay, wir hatten... Oh Gott. Warum werden das immer mehr? So. Beginn den Scheiß... Belagerungsturm zu bauen. Hallo Party, Party. Ja, ich weiß, dass ich bei der Burg bleiben muss. Das ist mir klar, nerv mich nicht damit. So, weiter. Wait until tomorrow. Eine Belagerung. Eigentlich eine wirkliche Belagerung machen wir nicht. Wir bauen nur Türme. Na komm schon. Was paust? Ich habe auf Wait Until Tomorrow geklickt. Ich hoffe, diesmal wird es rechtzeitig fertig. Ich hoffe es halt wirklich. Bevor wieder irgend so ein ultra gescheiter Lord kommt. Mal schauen. Ja, ich gebe zu, das Warten ist spannend. Ich kann euch noch mehr über mein Mittagessen erzählen, wenn ihr wollt. Also, wir haben kein Kohlensäurewasser mehr zu Hause. Das ist sehr schade. Muss ich mal kaufen gehen. Deswegen, ja, habe ich nicht allzu viel getrunken. Yay, ich habe noch mehr Schulden. Oh nein, ich kann jetzt meine Truppen nicht mal mehr aufleveln. Obwohl ich sie theoretisch aufleveln könnte, von Erfahrungspunkten her. Na komm schon, wie lange dauert denn das noch? 58 Stunden noch? Oh Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wieso pausiert das dauernd? Damit werden wir fertig. Schon Amber. Willst du verraten? Nein. Ich möchte eigentlich nicht mit dir kämpfen. So. Dann planen wir mal die Schlacht. Heckenritter ist eh dabei, passt. Karawanenmeister ist, glaube ich, sogar relativ schwach. So, die beiden wollen wir. Dann darf er 16 Mann einsetzen. Das ist blöd. Langbogenschützen wollen wir. Moment. Wer sind denn hier die Elite? Gefällt mir eigentlich so, ja. Dann Schlacht planen. Infanterie, Schildwall. Ja, das passt. Bogenschützen. Ja, passt auch. Ja. Das passt mir eigentlich. So, Kavallerie.
Charge und ein Follow Me. Das ist Wedge. Ranks. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ihr folgt mir. Waffen, ja, jede Waffe. Perfekt. Greifen wir an. Ich habe zwar nur 46 und nicht 48, so wie meine Feinde, aber ich glaube, wir werden es trotzdem schaffen. Ich glaube ganz fest daran. So, ihr wisst, was zu tun ist. Auf eure Positionen. Oh, ich habe ja gar keine Kavallerie. Hä? Doch, ich habe doch den Heckenritter mitgenommen. Komisch. Ja. Das Wichtigste ist einmal, dass wir die Reiter down kriegen. Die Langbogenschützen haben eine ganz schöne Reichweite, habe ich den Eindruck. Wusstet ihr, dass der Grund für das Aussterben der Ritter englische Langbogenschützen waren? Finde ich manchmal ganz interessant. Wenn es hier noch einen Berg gäbe, das wäre super. Wo wir uns draufstellen können. Muss wohl bergig genug sein, so. Ich habe den Eindruck, die treffen nicht und verschwenden die Munition. Irgendwie habe ich diesen Eindruck. Kacke, da kommen sie. Sammeln sich und gleich greifen sie an. Ja, da kommen sie. So, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Kacke, ich habe vergessen, das Skirmish einzustellen. Oh. Hallöchen, meine Lieben, und nun ja, ich denke, ihr habt es schon gemerkt, das Video endet hier. Ihr fragt euch bestimmt auch, warum es hier endet. Tja, das hat den Grund, dass ich die Aufnahme verkackt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es kommt auch nicht wieder vor. Und es ist mir blöderweise erst nach der Aufnahme aufgefallen. Und nicht nur erst nach der Aufnahme, sondern erst nach den folgenden Parts. Und nun ja, ich hätte 5 Parts neu aufnehmen müssen. Und ey, das kann doch keiner von mir verlangen, oder? Also, zur Schlacht. Wir wurden recht bald ausgenockt. Ich hätte geschnitten. Und wir hätten gewonnen. Und ich hätte dann ein paar Items mitgenommen. Und ja, das ist sehr spannend, ich weiß. Aber nun ja, ich möchte euch nur sagen, ihr habt nicht viel verpasst. Außer natürlich eine sehr, ja, sehr lange Wartezeit für mich, wo ich geschnitten hätte und auch, nun ja, die Wartezeit ist geblieben. Ah, nun ja. Der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, was ist passiert? Tja, ich werde es euch erklären. Ich habe bei OBS 2 Hotkeys, einen für Aufnahme starten und einen für Aufnahme stoppen. Der für Aufnahme stoppen ist F2. Mountain Blade verwendet F2 allerdings auch für Befehle. Tja, ich habe in einem Moment der Unaufmerksamkeit nicht daran gedacht und F2 gedrückt. Ja, so dumm muss man mal sein, aber glaubt mir, mir tut das mehr weh als euch. Ihr habt ein bisschen schlechtes Commentary verpasst und ich schäme mich tagelang und weine mich in den Schlaf. Ja. Nun ja, aber dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn euch dieses schlechte Ende nicht allzu sehr enttäuscht hat,
beim nächsten Part, der hoffentlich wieder funktioniert. Wobei ich habe nachgeschaut, der nächste Part funktioniert wieder. Ciao und bis dann. Macht's gut. Ich werde mich jetzt in den Schlaf weinen. Tschüss.